So, wenn Sie mit CQP noch nicht gearbeitet haben auf dem Login-Server, müssten Sie einmal ein paar Einstellungen setzen. Und wie das geht, das zeige ich Ihnen jetzt in diesem Clip. Und dazu stelle ich eine Verbindung her zum Login-Server wie gehabt. Also Menschen mit Windows machen das jetzt mit dem PuTTY-Programm. Und wenn die Verbindung hergestellt wird, dann sehen Sie ja hier diese Zeile mit Ihrem Benutzernamen und dass Sie am Login-Server angemeldet sind. So, unter normalen Umständen würden Sie jetzt CQP starten, indem Sie CQP eingeben und Enter drücken. Das funktioniert beim ersten Mal oder so, wie es jetzt hier passiert ist, nicht. Da kriegen Sie eine Fehlermeldung, dass der Befehl nicht gefunden wurde, weil Ihre Shell, also Ihre Nutzerumgebung auf dem Login-Server noch nicht weiß, wo das Programm liegt. Das heißt, da müssen Einstellungen kopiert werden, um der Shell das zu sagen. Dafür müssen Sie auch nicht wirklich viel tun, sondern nur einmal ein Skript ausführen, was auch noch ganz andere nützliche Dinge in Ihr Home-Verzeichnis kopiert, mit denen wir später arbeiten werden. So, und um dieses Skript auszuführen, müssen Sie einmal eingeben sh, das ist ein Befehl, um ein Shell-Skript auszuführen. Dann soll ein Leerzeichen kommen, das ist sehr wichtig. Und dann kommt ein Pfad zu diesem Skript, was bei uns auf dem Arbeitsgruppenserver liegt. Den Pfad finden Sie auch im Tutorial, den finden Sie auch im Cheat Sheet. Wichtig ist, dass zwischen SH und der Pfadangabe zu diesem Skript ein Leerzeichen ist, damit dieser SH-Befehl auch erkannt werden kann. So, wenn ich das eingegeben habe und Enter drücke und nichts passiert, ist das ein gutes Zeichen. Das ist unter Unix meistens so. No news is good news. Wenn Sie hier eine Fehlermeldung bekommen haben, könnte das oder liegt das in den meisten Fällen daran, dass Sie das Leerzeichen zwischen SH und dem Pfad zu dem Skript vergessen haben. So, jetzt wurden die Einstellungen auch kopiert. Und wenn Sie jetzt aber CQP eingeben, kriegen Sie diese Fehlermeldung immer noch. Das wiederum liegt daran, dass diese Einstellungen noch nicht aktiv sind. Und für diese aktuelle Sitzung, und die aktiviert man, indem Sie sich einmal vom Server abmelden und wieder anmelden. Unter den Unix-Systemen, also Linux und Mac, machen Sie das einfach mit Exit. Da bleiben Sie dann im Fenster. Bei dem Windows-Programm PuTTY können Sie entweder Exit eingeben oder PuTTY das Programm einfach schließen. Das schließt auch die Verbindung zum Login-Server, wie Sie jetzt hier sehen können. So, jetzt bin ich wieder auf meinem lokalen Rechner. Das sehe ich hieran, dass mein lokaler Rechnername hier steht und mein lokaler Nutzername. Und wenn ich mich jetzt wieder verbinde, nämlich mit der SSH-Verbindung, wieder am Server anmelde, und Windows-NutzerInnen machen das natürlich wieder mit dem PuTTY-Programm. Jetzt habe ich hier mich vertippt. Das übt auch ganz gut, wie Sie sich mit dem Server verbinden. Und das geht hinterher dann auch ganz schnell. So, jetzt bin ich wieder zurück am Server, am Login-Server angemeldet, wie man hier sehen kann, mit meinem Nutzernamen und da an dem Login-Server. Wenn ich jetzt CQP eingebe, hier an dieser Stelle, jetzt kriege ich keine Fehlermeldung mehr, wie das oben der Fall war, sondern finde jetzt eine Zeile, in der steht No Corpus und so ein kleiner Pfeil am Ende. Das bedeutet, alles hat funktioniert, CQP ist gestartet, ich habe noch keinen Korpus geladen und kann jetzt aber im Prinzip mit der Korpusarbeit beginnen. Und wie das funktioniert, das machen wir im nächsten Clip.